Wie funktioniert die ersetzende Übersetzung im Excel Text Translator? Sehen wir uns dies an einem Beispiel an. Wenn Sie zum Beispiel nur die Überschriften einer Tabelle übersetzen möchten, können Sie diesen Bereich markieren und dann das Dialogfenster zum Übersetzen aufrufen. Hier wählen Sie dann die Quellsprache aus und die Zielsprache. Dann starten Sie die ersetzende Übersetzung mit einem Klick auf die Schaltfläche unter den Angaben zur Spracheinstellung. Es erfolgt eine Sicherheitsmeldung und dann wird der Vorgang gestartet. Nachdem der markierte Bereich übersetzt wurde, erscheint eine Meldung. Es ist auch möglich, beliebige Bereiche zu selektieren und zu übersetzen. Hierzu selektieren wir den entsprechenden Bereich und wählen die Quellsprache und die Zielsprache aus. Dann starten wir den Vorgang und erhalten eine Meldung, sobald der selektierte Bereich übersetzt wurde. Mehr Informationen erhalten Sie unter excel-text-translator.com.